Guten Morgen, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei grüner Star. Es gibt einen einführenden Abschnitt und dann geht es um Medikamente und Wirkstoffe und den Wirkstoffgruppen nach in alphabetischer Reihenfolge bin ich jetzt angekommen beim Beta-Blocker. Wenn man in diesem Buch radiert, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man kann nämlich die Schrift wegradieren. Beta-Blocker in Klammern Augentropfen. Levubunolol, Metipranolol und Timolol, in Klammern jeweils unkonserviert, sind grün bewertet, geeignet bei grünem Star. Und Betaxolol, Carteolol, Levobunolol, Metipranolol und Timolol, in Klammern jeweils konserviert, sind hellgrün bewertet, auch geeignet bei grünem Star. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Ich lese vor. Beta-Blocker, in Klammern Augentropfen. Beta-Blocker, die sonst im Herz-Kreislauf-System wirken, senken den Augeninnendruck, indem sie unter anderem die Produktion des Kammerwassers verringern. Levobunolol, Metipranolol, Timolol, in Klammern jeweils unkonserviert, grün, geeignet bei grünem Star. Betaxolol, Carteolol, Levobunolol, Metipranolol, Timolol, in Klammern jeweils konserviert, hellgrün, auch geeignet bei grünem Star. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Es kommt ein erläuternder Text. Die therapeutische Wirksamkeit von Beta-Blockern zur Behandlung eines Glaukoms ist nachgewiesen. Da Konservierungsmittel insbesondere bei einer Daueranwendung, wie sie bei der Glaukombehandlung erforderlich ist, dem Auge schaden können, sind unkonservierte Zubereitungen vorzuziehen. Timolol ist von allen Beta-Blockern die am besten untersuchte Substanz und gilt als Standardmittel, an dem sich alle anderen Glaukommittel messen lassen müssen. Wichtig zu wissen. Während und nach der Behandlung sollte der Augenarzt den Augeninnendruck regelmäßig alle 3 Monate kontrollieren. Wenn Sie eine koronare Herzkrankheit haben, kann das Risiko für Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkt steigen. Bei Dauergebrauch können sich die Symptome eines trockenen Auges entwickeln. Kontaktlinsen werden dann manchmal schlechter vertragen. Die Beschwerden können Sie mit Augenmitteln gegen trockene Augen behandeln. Bei 1 bis 10 von 1000 Behandelten fällt der Blutdruck ab. Wenn Schwindel auftritt, sollten Sie einen Arzt kontaktieren und den Blutdruck kontrollieren lassen. Selten kommt es vor, dass sich der Herzschlag deutlich verlangsamt. Dann fühlen Sie sich müde, schwindelig und Ohnmacht kann auftreten. Über diese Probleme sollten Sie unverzüglich den Arzt informieren. Selten können Atembeschwerden auftreten, die sich zu einem Asthmaanfall ausweiten und lebensbedrohlich werden können. Bei zunehmender Atemnot sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen oder den Notarzt rufen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
Bei Kindern wird der Beta-Blocker Timolol nur für eine kurzzeitige Anwendung empfohlen, weil nur wenige Daten für Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorliegen. Damit möglichst wenig Wirkstoff in das Blut gelangt, sollte unmittelbar nach dem Eintropfen der Augentropfen der Tränensack unter dem inneren Augenwinkel für eine Minute komprimiert werden. Betaxolol und Metipranolol kommen nur in Frage, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichend wirksam waren. Für Carteolol und Levobunolol liegen keine Erfahrungen bei Kindern vor. Sicherheitshalber sollten Sie die Mittel nicht anwenden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Nach den bisherigen Erfahrungen kann mit Timolol ein erhöhter Augeninnendruck während der gesamten Schwangerschaft und auch während der Stillzeit behandelt werden. Dennoch lässt sich nicht völlig ausschließen, dass ein Baby Atemprobleme, eine Unterzuckerung oder langsamen Herzschlag aufgrund des Augenmedikaments der Mutter bekommt. Für die anderen Wirkstoffe liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Sicherheitshalber sollten Sie die Mittel nicht anwenden. Es geht weiter mit Beta-Blocker und andere Substanzen, in Klammern Augentropfen. Das ist Metipranol und Pilocarpin und Timolol und Brimonidin, in Klammern jeweils konserviert. Und die Bewertung ist hellgrün. Auch geeignet bei grünem Star als Kombinationsmittel, wenn ein Beta-Blocker allein den Augeninnendruck nicht ausreichend senkt. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Ja, habe ich noch ein bisschen was vorzulesen.